DIY für euch, nämlich wie ihr euch ein richtig cooles Handtuch selber machen könnt, mit einem Einhorn drauf und mit eurem Namen. Und ja, das zeige ich euch dann heute mal und dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Also ihr braucht ein ganz einfaches weißes Handtuch. Meins gab es bei Kodi für 6,99 Euro. Und das ist sogar richtig schön flauschig. Außerdem braucht ihr Textilsprühfarbe. Die kostete 5,99 Euro im Bastelgeschäft. Ich verlinke sie euch aber auch in der Infobox. Eine Flasche reichte für das ganze Handtuch. Wie ihr seht, blieb sogar noch ein kleiner Rest über. Googelt jetzt mal nach Einhorn-Silhouette und vergrößert euch das Bild am Monitor auf die gewünschte Größe. Ich versuche euch meinen Einhornkopf auch zu verlinken. Klebt damit Tesa einfach ein großes Blatt Papier auf den Monitor und übertragt so die Umrisse. Aber Vorsicht, nicht zu feste drücken. Sonst habt ihr nachher ein Einhorn auf dem Monitor. Das gleiche macht ihr jetzt mit den Buchstaben. Googelt nach Buchstabe M oder halt, was ihr braucht. Und vergrößert es euch wieder auf die gewünschte Größe. Paust ihr alle Buchstaben hintereinander ab. Als nächstes müsst ihr alle Buchstaben und das Einhorn ausschneiden und auf euer Handtuch legen. Ich hatte übrigens so große Blätter vom Zeichenblock genommen. Da passten die Buchstaben richtig gut drauf. Damit die Schablonen besser halten, habe ich sie von unten noch mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Ihr könnt aber auch Tesafilm doppelt falten, um die Buchstaben aufzukleben, wenn ihr kein doppelseitiges Klebeband zu Hause findet. Drückt nochmal alles gut fest und geht dann am besten nach draußen. Und wie immer wollte Linda so gerne mitmachen und fand, dass sie auch ein prima Einhorn abgeben würde. Linda, geh mal da runter, dass die Horn jetzt weitermachen. Ja, Linda. Oh, da. Jetzt kommt das Beste. Sprüht alles mit der Textilfarbe ein, besonders da, wo die Schablonen sind. Und immer schön von oben sprühen. Und passt auf, dass ihr nicht von unten unter die Schablonen sprüht. Kurz bevor euch der Finger vom Pumpen abfällt, seid ihr dann auch schon fertig. Und ich finde, es sieht jetzt schon so mega schön aus. Ich habe es dann erstmal 2 Stunden draußen trocknen lassen. Und dann konnte man die Schablonen wieder abziehen. Und Leute, der Moment, wo man das Papier abmacht, das sah wirklich so cool aus. Das Weiße ploppte so richtig aus dem Pink raus.
und dann das Einhorn. Mega! Ich wette, euch werden jetzt alle fragen, woher ihr dieses coole Einhornhandtuch habt. Wenn ihr damit am Pool oder am Strand auftaucht. Damit das Handtuch auch waschbar ist, müsst ihr es nur für einige Minuten bügeln oder im Backofen trocknen nach Anleitung. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht einen ganz so langen Vornamen. Sonst könnt ihr aber auch nur Einhörner auf euer Handtuch sprühen. Das sah bestimmt auch richtig cool aus. So, ich hoffe, das DIY hat euch gefallen. Dann freue ich mich über viele Daumen nach oben. Tschüss! Thank you.